Ja, ein wunderherrliches Hi. Moin Moin Hi. und willkommen zurück Hallo. zu Death Stranding, Hey. dem Titel, der im Deutschen Hey. tötet, wenn er versucht, das TH ordentlich auszusprechen. Hallo. Ja, wir machen weiter, wo wir zuletzt waren. Stefan ist immer noch am Controller und am Popo-Abdrücker. Was du? Wirst du gleich riechen? Und ja, er ist der Bitte jetzt ein lass uns bisschen. anfangen, bitte lass uns Ja, anfangen. drück einfach mal irgendeinen Knopf. Nee, Um aber eine Leitung. nicht drücken. Jetzt wieder ist Läuft. aufgetreten. Ja, schön. Wir sind jetzt disconnected. Spielen wir offline Wir spielen weiter. das Spiel nicht mehr so, wie Kojima es intended hat. Abbruch, Abbruch. Ich hab keine. Ja, ich Hast habe. du gerade nach Leuten gerufen? Ich glaub schon. Ja, Touchpad ist der Rufbutton. Aber so Luft anhalten, um leise zu sein und dann hey, 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 hey. Ja, du musst halt aktiv auch einen Knopf drücken, um es loszulassen nachher. Die jetzt noch nicht. Bitte, Weil naja, ich bitte. weiß, du willst wissen, was passiert, aber lass es. Ja, mich würde es auch interessieren, aber tu es nicht. Schmeiß weg, der Scheiß. Oh Gott. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, ob wir vielleicht mehr zu dritt machen sollten. Oder ob Stefan, oh Gott, und ich uns jetzt den Mega-Fame abholen. Oder ob Stefan und Chino die heimlichen Stars sind. Hörst du wohl auf? Was stimmt denn nicht mit dir? Oh mein Gott. Aber. Das ist alles, weil wir jetzt aus dem Netz raus Alter. sind. Ach du Scheiße. Triffst du auf Gegner, löst dieser einen Adrenalinschub aus. Kannst du dich vielleicht mal abducken? Muss das Baby beruhigen. Jo, ich wo ist gerade L1? Achso, ich muss. Richtungstaste unten. Ich funktioniert nicht. L1 gedrückt halten. Dann die Richtungstaste unten. Und dann Viereck Baby beruhigen. Sag mal! Das ist kein Martini, Junge! Alter. Nee, das hat nichts gebracht. Mach Ich doch bitte weiß. Noch Machst du das mal. vielleicht jetzt mal bitte ruhig? Ich Denn bin hier ist ganz ruhig. Ja, ruhig. Was so Das arme wunderschön. Baby. Weitermachen, Das hat er bitte. automatisch gemacht. Hä? Hat er automatisch gemacht? Es erinnert mich an Na gut. Yakuza 6, da muss man das auch tun, wenn du dich erinnerst, Stefan. Ja, also ducken, weil wir jetzt nochmal wie so im Kreis Kreis. okay. Gleichgewicht halten mit R2 und L2. Wenn du beide gedrückt hältst, ne, hältst du das Gleichgewicht. Und ansonsten dann, wenn er dich dazu auffordert, L2 oder R2. Alter! Was stimmt denn nicht mit dir? Sei nicht so rabiat! Der Ich hab spielt Bock. Uncharted gerade. Ja. Komplette Hashtag Eskalation. nur Werbung. Also was auf jeden Fall passieren wird, zwecks dieser Let's Play Togethers und so. Da mal liken. Fuck, ich wollte eigentlich liken. Ich habe ihn Zwecks doch dieser drücken. Let's Play Togethers, ich werde mit Chino auf jeden Fall The Last of Us Part 2 spielen. Ich weiß noch nicht, ob Stefan dabei ist. Joa. Joa, sagt er. Hat aufgehört zu rainen. Gott sei Dank. Du hast auch nicht mehr die Luft angehalten zwischendurch, ne? Hier ist Sam. Alter! Kennt ihr den Film Ich bin Sam? Mit dem behinderten Vater? Der war das der behinderte Vater? Ich bin der behinderte Nein, Vater? also da geht's wirklich um einen behinderten Vater. Alter, was stimmt nicht mit dir? Hören Sie mal, junger Mann! So geht das hier nicht! Ich meine mich zu entsinnen, dass wir diesen Netzwerkfehler hatten und du gesagt hast, wir spielen das Spiel jetzt nicht mehr so, wie Kojima es sich vorgestellt Ja, hatte. ja, ja. Stefan ist voll in seinem Element. Alter, Chino, nimm mir mal den Controller weg. Nee. Ich bin Mario. Also in der nächsten Folge, was übrigens die letzte Folge für diese heutige Aufnahmesession ist, spielt dann Chino. Ja, du kommst schnell vorbei ran. Freut euch schon mal. Das läuft. Feldflasche. Ich
Ausrichtungstaste links gedrückt halten, oder was? Monster Energy trinken. Nee, ernsthaft? Ja, der Typ gefällt mir, der trinkt Monster. Bildflasche ist einfach meine Energy-Dose. Alter, hör auf, hier so rumzuhüpfen! Passt doch super zur Musik, muss ich sagen. Ja, ja, und also zur generellen Atmosphäre des Spiels. Wunderschön, wunderschön. Also, es ist halt Nick Easton. Oh, was ist das? Mit Wachtürmen kannst du das umgehen. Oh Gott. Okay, öffne Konstruktionsmenü. Hallo. Um eine Liste aller verschiedenen Konstruktionsstufen für. Stern oder was? Gedrückt halten, glaube ich. Options gedrückt halten. Oh, ups. Options, nicht Share. Seit wann liegt eine Spielfunktion auf dem Share-Button? Hast du Options gedrückt gehalten oder gedrückt? Jetzt. Jetzt. Konstruktion abbauen. Kann nicht abgebaut werden. Das ist auch gut. Stefan, es gibt keinen Abbau. Kann ich damit fahren? Nee. Jetzt geh erstmal zurück und sag, ich habe die Präsidentin abgeliefert und verbrannt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass du damit nicht fahren kannst, Stefan. Oh ja. Sam, komm zurück zum Verteilerzentrum. Bin am Weg. Überprüf den Standort auf dem Kompass. Auf dem Weg. Ja, das ist schon richtig da. Er läuft, Junge. Er sprintet halt, ne? Aber der Wegpunkt war nicht. Das ist das Verteilerzentrum. Ja, ja, das andere war das, die Isolationsstation, ne? Genau. Als hättest du da direkt dran gedacht. Da war ein Wegpunkt. Das ist das Amazon-Verteilerzentrum. Da war ein Wegpunkt. Chino, willst du mal übernehmen? In der nächsten. Wie mögt jemand, spürst du nicht? Nein. Unglaublich, dass es einer von euch geschafft hat. Unglaublich, dass du das geschafft hast. Mit einem BB verbindet, führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Tut mir leid, aber dieses BB hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden. Komm ins Café, wir müssen reden. Kann ich es nicht ausschließen, dass es seine Stimme ist. Schlafe einsacht, bald kommt die Nacht, Vater hält wach, bis der Tag wieder lacht. Ne, Herzbubel. Ist es vielleicht nur von dem Mads Mikkelsen-Charakter eingeschleust worden? Ich hab. Hast du gerade weitergedrückt? Nee, ne? Mhm. 16% Schaden, weil ich einmal umgefallen bin. Es tut mir leid. Der Weg zurück einfach viel schneller war, ne? Awesome.
kriegen wir bestimmt 50.000 Punkte Lieferzeit. Sam, ich hab doch gesagt, Dooms und Bibis sind eine gefährliche Kombination. Vielleicht solltest du mal duschen. Du bist ja noch voller Chiralium. Du willst doch nicht, dass die Präsidentin dich so sieht. Was erzählst du denn da? Sie ist hart. Du bist wütend. Ist deswegen BB-28? Leck mich doch. Ich bin nicht ein Laufbursche. Tja, jedenfalls verdankt es dir wohl sein Leben. Nein, wir verdanken unser Leben. Du auch. Sehr gut. Hast du gesehen? Ich passe drauf auf. Nee, Bibi hat einen Dicken gezeigt. Echt? Ja. Bibi hat dem Dicken einen Dicken gezeigt. Jetzt noch. Sehr cool. Meinst du das aber im Mittelfinger, ne? Nicht ja, den, ja. Den. Und schon nicht die Loris. Dad. Punkt, Punkt, Punkt. War eine anstrengende Lieferung. Musste er erstmal Monster trinken. Er steckt keine Werbung. Nee, niemals. Es wird langsam Zeit, Sam. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Episode 2. Amelie. Wir haben uns doch wohl wieder aufgefüllt. Das ist cool. Guten Morgen, Sam. Guten Morgen. Sam, hier ist Die Hard Man. Es gibt hier einen privaten Raum für dich. Bridges Sonderleistung. Nimm dir etwas Zeit und wasch dir das ganze Chiralium vom Leib. Komm danach ins Präsidialbüro. Ich glaube, jetzt gehen wir duschen. Nackter Norman Reedus. Ich glaube, ich habe zwei. Oh Gott, im Stehen, im Sitzen. Jetzt geht's los. Stefan kann nachher kacken gehen. Oh mein Gott. Nicht mehr so machen, ne? Okay, das kann ich nicht machen. Und noch im Bau. Also einen Tisch angucken. Tisch nee, angucken. Und duschen. Okay. Der ging aber fix. Mal in Ruhe duschen gehen, Alter. Verdammte Scheiße. Hat man denn gar keine Privatsphäre mehr? Oh, nein. Außer natürlich beim Duschen und auf der Toilette. Schön Kekkerli machen. Du warst also gerade dabei, dich zu waschen. Gut. Komm ins Präsidialbüro, wenn du soweit bist. Sie erwartet dich. Sie? Bin ich tot? Ist mit sie auch wer anders gemacht? Amelie. Von Almette. Gute Arbeit, Sam. Vielen Dank. Ach, sie. Bridget mag nicht mehr unter uns sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Sam, hör mir zu. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Das ist sie doch. Das ist doch die Bridget.
Nee, das ist Amelie. Hä? Okay. Amelie ist deine Schwester oder was? Meine keine Ahnung. Mag tot sein. Okay. Ja, aber okay. Ich bin hier. Und du bist. Der Lindsay Wagner. Sie du bist cool. Auch hier. Oh no. Ihr habt euch zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden. Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk, für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen, die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dann halt nur noch Städte. Benötigen wir deine Hilfe, Sam. Mann, damit bin ich durch. Mein Abschied von Bridget war mein Abschied von euch allen. Wir haben dich nie vergessen, Sam. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1 und ging nach Westen. Ich führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überlebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, den UCA beizutreten, und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre, aber wir schlugen uns bis nach Edgenot City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Entführt? Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Das ist nur eine Projektion. Ich darf ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edgenor City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demons. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edgenor City. Ich habe von denen gehört. Ein Haufen Terroristen, den in Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons, die heimlich etwas planen. Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision teilt. Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit nicht. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben. Sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Sie glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Ihr seid nicht besser als die Demons. Bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam.
Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Okay. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Ubisoft-Türme! Genau. Benötigst du einen Qubit? Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Qubit nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edge Not City erreichst, die Dinger hat er doch schon die ganze Zeit rum eigentlich. Nach Hause. Ja. Oder ist das jetzt dann vor dem? Ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Oh, die Geschichte mit Fetcher? Das ist Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Einblatt? Bitte, Sam. Also vor, das hier ist vor dem Prolog? Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Quasi. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Siehst du, als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Warte mal! Stopp! Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht auf. Ich verstehe. Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination. Noch. Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie. Ja, yeah, wir haben einen neuen Freund gefunden. Unser Baby. Bibi. Unser Baby namens Bibi. Okay, machen wir an der Stelle erstmal Pause. Ja, ist eine Menge Gameplay zwischendurch, ne? Also richtig viel Gameplay. Fast gar keine Videosequenzen. Hast du mal was von Filmen gehört? Ja, ja. Hast du mal was von Telltale gehört? Aber ich glaube, bei Telltale hätte ich schon mittlerweile mehr Knöpfchen gedrückt. Und dann bin ich Quicktime-Events. Ja, genau. Naja, wie dem auch sei. Wir bedanken uns erstmal fürs Zusehen heute. Hi. Ich wollte gerade sagen, ich danke für das nette Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zusehen, hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst dann gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Kritik und wie gesagt, Anregungen. Hi. Gerne in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder mit mehr Death Stranding. War schön. Alle. Tschüss. Tschüss. Hallo.